Hallöchen und herzlich willkommen zurück in der Apokalypse. Hier beim Einzelkämpfer ist alles ruhig. Ich habe ein bisschen von der Nacht durchlaufen lassen, weil ich halt noch wirklich gar nichts machen kann, gerade wegen mangelnder Ressourcen. Und da wollte ich mich schon gleich mal bei dem Asterix Mike bedanken. Der lässt gerade die letzten Videos einen Haufen Tipps da. Zum anderen war da nämlich der eine Tipp mit den Waffenteilen einschmelzen, wo ich nicht mehr wusste genau von wem. Das war auch vom Asterix. Und er hat auch gemeint, hier mit dem Zeug in die Kisten reinmüllen, so nett genannt. Mit Rechtsklick. Ja, also es geht nicht ganz direkt so. Also es geht hier mit Shift, das Halbieren. Das ist wunderbar. Da muss man bloß Rechtsklick und dann Store. Dann kann man das relativ schnell oben reinpacken. Ah, und genau, er hat auch gemeint, von 0 Uhr bis 6 Uhr können jetzt die Zombies laufen. Das war ja früher ab von 18 Uhr schon. Das wusste ich ja noch nicht ganz genau, weil sie das wieder ein bisschen abgeändert haben, aber ja, das ist jetzt nicht so ein Problem. Ich wollte mir gleich nochmal den Bau machen, falls der mir mal irgendwie hier auseinanderfällt. Aufgrund der normalen Abnutzung, was der so schön hat mit, keine Ahnung, Quality 85, der ist schon echt miserabel. Quality 21, das wird ja immer schlechter. Macht das jetzt eigentlich schon was? Entity Damage 0, okay, hier auch 0, schätzungsweise. Die Pfeile. Das ist auch ein bisschen blöd, da steht noch nicht drinnen, wie viel Schaden die Pfeile eigentlich machen. Genauso gut der Effekt hier von die Steinpfeile zum Bleeding, der ist bei 50% und bei die Steel Head Arrows ist der bei 34. Ist ein bisschen komisch, aber naja. Okay, gut, neuer Tag, neues Glück. Wir gucken ein bisschen raus. Ich habe ja schon gesagt, dass ich hier noch ein bisschen looten möchte, mal so angehend. 6 Uhr, ja, wir wagen es einfach mal. Vertrauen wir mal dem Asterix. Okay, alles ruhig, das ist schön. Na, wenn die halt hier jetzt laufen, dann laufen sie. Jetzt der Bär, der soll sich irgendwo noch da hinten rumtreiben. Oh, das sieht jetzt richtig schön aus. So gefällt es mir, wenn es hier ein bisschen ruhig ist. Dann packen wir hier gleich mal unsere asslige Steinaxt und steigen gleich mal ins nächste Haus ein. Leider ist es ja aus dem Spiel entfernt worden, hier das mit durch die einzelnen Blöcke kriechen. Müssen wir das halt mal wieder wie früher machen und uns einfach den ganzen Weg durchprügeln. Leider haben wir ja noch keine richtige Axt dabei, mit der das schneller gehen wird. Aber ja. That's 7 days to die living. Ja, wir nehmen mal einfach alles mit. Das ist ja eigentlich relativ hubig gerade am Anfang. Also langsam wird der Loot schon besser. Und es ist schon wieder eine kleine Horde unterwegs. Also hat man jetzt gerade sehr oft. Letzter Tag waren es, glaube ich, 3 Stück. Hoffe, die lassen uns hier einfach mal ein bisschen in Ruhe. Wobei eigentlich sollten wir uns dann ein bisschen ruhiger verhalten und hier nicht auf Holz rumprügeln. Naja, geben wir denen ein paar Minuten, dass sie hier vorbeiziehen können in Ruhe. Und schon wieder Regen.
Linsen wir mal hier. Ja, klar. Natürlich. Wer hätte das gedacht? Die klopfen natürlich direkt hier auf die Bude ein, in der ich stehe. Ah, jetzt sollen sie doch klopfen. Dann gehe ich einfach da hinten rein. Insofern hier nicht irgendwo der Petsy-Bär rumspringt. Überall klopft und tut's. Die Bauarbeiter sind wieder am Werk. Okay, nice. Bilder werde ich mal ein bisschen mitnehmen. Die kann man ja dann später zu Glas einschmelzen. Ich lasse dich da drüben jetzt einfach mal fröhlich die Bude zerlegen. Das kümmert mich eigentlich gerade gar nicht. Okay, Bücher, Mangelware. Wäre mal interessant, inwiefern die hier die Agro legen. Also so wie eben gerade, dass ich da in dem Haus drin bin. Dann auf einmal zufälligerweise. Oh, die werde ich mir mal zur Brust nehmen. Die Nachbars. Sind ja nur zwei Stück. Und ein bisschen leveln muss ich auch. Von dem her ist es vielleicht gar nicht mal so dumm. Schauen nicht, wie gesagt, hier Patsy. Patsy spuckt hier irgendwo noch rum. Was, das sind gleich drei Stück, okay. Matrix-Style. Oh. Oh, Knurz, keine Ahnung. Oh, Flotsch. Okay, dann nehmen wir halt erstmal dieses Häuschen. Ich brauche noch ein paar Eisenrohre. Wäre ganz nett. Habe ich eigentlich schon. Leitung haben wir schon alles. Das ist sehr nice. Television. Okay, werde ich gleich mal hier alles scrappen, was ich nicht so brauche. Pistol Barrel, Faulty, weg damit. Genau, Candy Tin kann weg. Iron Boots, das lernen wir natürlich dann gleich. Was haben wir noch dabei? Empty Can. Grundzylinder, weg damit. Den können wir auch vorerst so nicht gebrauchen. Ein Topf, sehr geil. Aber es wäre gerade was zu essen, nicht? Ah, hier habe ich schon geschaut gehabt. Ja, genau wie die Agro gelegt wird, wie jetzt gerade so die kleine Horde, die wo da ankommt. Zack, und sofort da rein, wo ich bin, natürlich. Ist ja schon ziemlich verräterisch, oder? Oh, Television kann ich nämlich auch scrappen. Das Ding noch weg. Pistol Barrel kann man gleich auch scrappen. Klappt, ich nehme es mal mit, wobei ich sowieso gleich keinen Platz mehr haben werde.
Aber ja. So, Wahnsinn. Wie gesagt, wir haben jetzt Tag 3 Mittag. Die Tage vergehen ziemlich schnell, bilde ich mir jetzt ein. Habe ich überhaupt schon. Ja, wie sieht das in Rot aus? Ah, sieht ein bisschen besser aus. Okay, kann man das hier auch noch zerhackstücken? Genau, Tag 3. Die Tage vergehen ziemlich schnell. Wenn es nur so weitergeht bis Tag 7, dann gute Nacht. Also, wenn da die Horde kommt und wir haben einfach mal nichts aufgebaut. Puh. Okay, es ist wieder ein bisschen umgepatcht worden hier mit der Dunkelheit, so wie es mir scheint. Wäre früher komplett dunkel gewesen. Oh, okay. Erklärt jetzt auch, warum es hier so hell ist und aber immer noch nicht, was hier passiert ist. Familiendrama. Okay, hier sieht es soweit so gut aus. Haben wir schon alles? Ja. Dann gehen wir. Ah, machen wir noch schnell unsere Hacke hier heil. Okay, das erklärt jetzt auch, warum ich vorher keine Stones aufsammeln konnte. Hier marschieren schon wieder welche durch. Okay, irgendwas passt da vom Balancing her noch nicht. Nee. Das passt noch gar nicht. Ah, straight hierher, alles klar. Also wenn die jetzt auf die Bude einprügeln, aber dann. Das fand ich in der Alpha 10 noch irgendwie besser, wenn man sich da einfach gut versteckt hat, dann hat das alles gepasst. Okay, die halten einen mordsmäßig von der Arbeit ab. Kann man ja gar nichts anfangen. Muss man aufpassen, die sehen auch durch. Auch durch Fenster durch. So war es zumindest mal. Okay, die sind weitergezogen. Ich hoffe so irgendwo da hinten lang. Passt. Dann ich hier drüben mal wieder ins Haus rein. Habe ich jetzt noch Platz frei? Ja, hatte dabei. Noch ein Stein. Ja, ich brauche einen Stein. Ah, ich war gerade ganz kurz hunted. Ah, da ist ein Stein. Na, es ist schon, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, bei weitem, bei zigtausende Mal übelst schwerer geworden. Es
ist nichts mehr mit hier. Ah, laufst du rein, bam, 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 alles platt und schön und gut. Nee, 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 nee. Leider nicht mehr. Vielleicht bin ich jetzt so am Anfang gerade so ein Schisser wegen den ganzen Bären und glaube, ich muss mal beim Auslernen gehen. Repair Tool, sehr geil. Das wird mir gute Dienste leisten, auf jeden Fall. Jetzt scrappen wir hier gleich mal wieder ein bisschen. Pistol Barrel rein. Zwei Cooking Pot, ja, brauche ich später auf jeden Fall. Gut, ich gehe schnell ausleeren und dann. Da ist auch noch ein Fehler mit dem Wetter. Es gibt zwar jetzt Wetter, also hier mit Regen und dem Ganzen, aber anscheinend funktioniert es noch nicht so hervorragend. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich schaue hier gerade auf die Uhr, wie viel Zeit schon vergangen ist. Und dann sehe ich halt immer, dass ich einfach noch gar nichts geschafft habe. Okay, wir heizen doch gleich mal das Ding hier an. Cooking Pot rein, bam. Was haben wir hier schon alles? Store. Genau, muss alles nur drin sein. Store, da haben wir natürlich nichts. Store. Bullets haben wir in der. Ich brauche einfach noch eine Kiste. Mist, Mist, Mist. Ein Boot-Schematik lernen wir schnell. Ups. Gebälsche wieder rein. Hier muss ich halt doch wieder Wassermüll lagern. Das hatte ich eigentlich hinten gehabt, glaube ich, aber. Water, ja, ich bräuchte schnell was zu essen dann. Okay, pack mir hier mal das Murky Water rein. 5 Minuten. Ja, nicht mal ansatzweise. Essen, Essen. Hunger hat er wie Sau. Ja, also das ist ja. Okay. Ist eigentlich not so okay. Wir haben eigentlich alles aufgefuttert, was wir hatten. Auch noch einen Grill unbedingt. Ja, bloß vom Leib her. Hilfe, Hilfe. Okay, gut. Hier waren wir schon. Haben wir, haben wir. Irgendwie, es regnet nur hier im Bad. Die Sounds sind eigentlich gar nicht mal schlecht. Also, es gibt schon ein bisschen mehr Feeling, aber. Muss ich jetzt auch mal wirklich ausprobieren, das mit dem, ob bis 12 Uhr, dass die Zombies dann nicht laufen. So, die verheizen wir wieder schön. Oh ja, ein paar Eisen brauche ich noch. Muss zum Essen. Okay, ne, haben sie aber mit der Dunkelheit wirklich geändert. Es ist nicht mehr so dunkel. Und es stimmt was ganz und gar nicht mit dem. Nope, nope, nope. Es stimmt was überhaupt gar nicht mit dem Balancing.
Ich verzupfe mich mal. Also wieder gern dazu eure Meinung unten rein. Aber ich sag, irgendwas stimmt da nicht, weil 3, 4, 5, 6, 7 Horn, also Wanderhörtchen am Tag? Hey, nee, ganz, ganz garantiert nicht. Boah. Schreck mich nicht so. Nee, irgendwas passt da nicht. Lass. Wo ist da noch ein Bär? Nee, das kann nicht sein. Alle rein in die Hütte, genau. Naja, ich weiß gerade gar nicht so, was ich jetzt recht machen soll. Gehe ich mal in das Haus rein. Dann kommt sowieso auch gleich eine Horde. Oder machen die immer wieder so einen Hausputz? Wenn ich im Haus drin war, dann kommt hier die Putzkolonne. Glaub, ich bin hunted? Nee. Guck mal an, das kann nicht sein, nee. Oh, ich sollte mal kurz hier absichern. Wow, 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 wow. Es geht aufwärts. Ja, den lassen wir mal besser. Entweder kämpft der Bär hier gerade gegen die ehemaligen Besitzer hier, die Hirntoten, oder ist es was ganz grob verkehrt? So, unter diesen Umständen muss ich ja sagen, sollten der Lars und der Orme wieder vorhaben, ein Leben und ein Tod hier zu spielen. Herzlichen Glückwunsch. Dann es wird mal ganz anders. Es wird wirklich ein Leben, kein Leben, nur Tod. Ach, und ich hätte mal eine Frage zu meinem Opener vor den Videos, ob der eigentlich nur nervt oder ob das so passt oder so. Ich dachte mir am Anfang, wo ich den angefangen habe, es wäre eigentlich ganz nett, aber es muss ja nicht sein. Also wenn ihr jetzt sagt, nee, das ist eigentlich, wie gesagt, eher nervig oder so. Ja, dann kann ich das auch rausschmeißen. Das ist jetzt kein Muss, dann. Mich befällt gerade wieder so ein schlechtes Gefühl. Der Tag vergeht irgendwie viel schneller, finde ich jetzt. Also gefühlt. Das war jetzt von 5 Uhr weg bis 19 Uhr. Ich habe jetzt 25 Minuten aufgenommen. Ja, komm, geh schon auf hier.
Anscheinend sind jetzt doch das, dass wir hier Tür kaputt gemacht haben. Die Eisenteile. Ach, jetzt kommt das nächste Schöne. An Safes und Safes darf man jetzt auch knüppeln. Die sind hier verschlossen und dann heißt es prügelt auf ein. 3 Jahre, 3 Monate. Können wir schauen, ob wir den überhaupt aufbekommen. Keine Risiken. Keine Risiken. Sollte ich vielleicht trotzdem wieder ausrüsten. Man sieht dazu aber irgendwie nicht wirklich, wann der jetzt kaputt geht oder halt offen ist. Jetzt auch, naja, wieder zweischneidig. Natürlich ist es ein bisschen nervig, dass man da nicht hinkommt. Aber das nächste ist auch. Oh, der Bär. Das nächste ist auch. Ja, man muss halt jetzt erstmal hier bessere Ausrüstung haben, um in so einen Safe reinzukommen. Aber ich dachte, es kommt schon wieder eine ganze Meute an. Macht das Ding eigentlich Entity Damage oder Block Damage 0,72. Okay. Naja. Vielleicht kommen wir da rein, vielleicht auch nicht. Wir werden es in der nächsten Folge erfahren. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann, wie gesagt, werden wir schauen, ob wir hier reinkommen oder eben nicht. Bis dann, macht's gut. Ciao.